Guten Tag, meine Damen und Herren. Innenminister Reul aus Nordrhein-Westfalen erklärte in den westfälischen Nachrichten, dass trotz hoher Aufklärungsquote die Kriminalität weiter steigen werde. Doch dank Polizeiruf 110, den Mitarbeitern im Tatort und im Großstadtrevier sowie den Spezialeinheiten Soko Wismar Leipzig, Köln, Stuttgart, Hamburg, Soko München, Potsdam, Donau, Rhein-Main, Soko 5113 in Zusammenarbeit mit der Soko Linz, Wien und Soko Kitzbühel konnten viele Straftäter schon nach kurzer Zeit festgenommen werden. Erfahrene Beamte kümmern sich aktuell um den Schweriner Russensumpf, die Koks für Jedermann-Clique und der Berliner Steuerverschwendungsgang. Unter Führung des Alten sind die Rentnerkorps verstärkt durch Kommissarin Lukas und Helen Dorn sowie den Kommissaren Hubert und Staller, zurzeit ohne Staller, aber mit dem Kommissar, dem Kriminalist und den Rosenheim-Korps dabei, Unterlagen zu beschlagnahmen. Zusätzlich ermittelt der Watzmann eigenständig auf Streife. Die Ruhrpottwache, als Spezialeinheit im Schalker Viertel eingesetzt, konnte aufklären, warum das Solo für Weiß nicht mit einem Torerfolg endete. Die letzte Spur Berlin war aber nicht relevant. Ebenso hat die Wasserschutzpolizei ihre Aktivitäten forciert. Dank Notruf Hafenkante sind die Einsatzkräfte von WAPO Berlin, Bodensee, Duisburg und WAPO Elbe, die sich mit den Morden im Norden auseinandersetzt, sehr erfolgreich gewesen. Der Staatsanwalt mit der Chefin der Füchschen und Wilsberg konnten in Friesland auch den Fall für zwei abschließen. Ein starkes Team konnte in der Nachtschicht den Mord in München aufklären, sowie auf dem Leuchtturm in Wangerooge den Mord mit Aussicht verhindern. Das Strafgericht hat nun Anklage erhoben. Hier wurde nicht nur blind ermittelt, denn auch Hinweise von der Mordkommission Istanbul wurden überprüft. Für die Abschiebung von ausländischen Straftätern sucht die Abteilung Goodbye Deutschland jedoch dringend weitere Mitarbeiter. In den Sozialbrennpunkten von Berlin und Duisburg hat man sich geeinigt, dass die Clanbosse selbst für Recht und Ordnung sorgen. Die Abteilung Cobra 11 von der Autobahnpolizei wird stärkere Kontrollen zur Auffüllung von Materialdiebesgut durchführen. Innenminister Reul, der auch der letzte Bulle genannt wird, äußerte sich erfreut über die Zusammenarbeit mit Interpol. Maria Behn, Faser Braun, Kommissar Wallender, Charlotte Ling, der junge Inspektor Mörs sowie Inspektor Barnaby und die Kommissare Beck, Dupin, van der Valk und Kommissar Wirsting erläuterten ihre Vorgehensweise. In der Pause musste Professor T. die Eberhofener Kriminalisten zur Ernsthaftigkeit ermahnen. In den Schulungsfilmen Usedom, Zürich, Spreewald, Taunus und Erzgebirgskrimi konnten alle neue Aufklärungsmethoden kennenlernen. Der Kommissar und das Meer sowie Herr und Frau Bulle waren nicht zugegen, da sie mit der Aufklärung der Toten von Salzburg beschäftigt waren. Während Rebecca Martinsen mitteilte, sie würde nicht mehr im Kroatien-Krimi ermitteln, sondern sich den Herausforderungen im Wolfsland stellen, wurden später die Spezialeinheiten aus den USA unter Leitung von Bones, der Knochenjägerin, die Mitarbeiter von CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI Navy und Hawaii 5.0 sowie Law and Order vorgestellt. Herr Reul äußerte dann, dass die Fälle im Barcelona-, Bozen- und Masuren-Krimi nichts für die blutigen Anfänger ist. Im Zeitungsbericht wies der Innenminister darauf hin, dass diese effektive, schnelle Bearbeitung ein gutes Beispiel für die Verwaltung im Verkehrs- und Bauwesen sein könnte. Bleiben Sie dran. Es folgt das Wort zum Sonntag. Guten Abend.